Ja, wenn es bei euch auch so aussieht, dass es heute Nacht nochmal geschneit hat und eure Peonien jetzt aus dem Schnee rausspitzen, ja, dann ist der Schnee grundsätzlich erstmal kein Problem für die Peonie. Peonien sind grundsätzlich sehr widerstandsfähig. Peonien halten relativ viele Temperaturschwankungen aus. Die machen auch mal eine Kältephase im Frühjahr mit, ohne dass sie Schaden erleiden. Wenn aber zusätzlich dann noch extreme Nachtfröste gemeldet sind, gibt es die Möglichkeit, einfach die Peonie zusätzlich noch mit einem Vlies zu schützen. Wir verwenden handelsübliches Vlies. Es macht auch nichts, wenn der Schnee unter dem Vlies ist. Das heißt, ihr lasst, wenn ihr Schnee habt, den Schnee unter den Vlies, stülpt dieses Vlies ganz locker über die Peonie, beschwert es außenrum. Und ganz wichtig ist, sobald die Fröste vorüber sind, einfach das Vlies wieder von der Peonie nehmen, dass frische Luft und Licht an die Peonie herankommt und dass diese dann schön weiter wachsen kann. Ja, man kann noch zusätzliche Stützen über die Peonien bauen, um eben das Vlies nicht direkt auf die Peonien abzulagern. Und dort nehme ich dann einfach das Vlies, lege das genauso locker drüber und sehe halt, dass die Stützen letztendlich das Vlies tragen. Wenn es natürlich noch mehr nachschneit, dann muss man schauen, dass man den Schnee wieder dazu entfernt. Aber für ein, zwei Frostnächte ist es eigentlich nochmal eine zusätzliche Option und unterstützt das Ganze natürlich. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit, einfach Federstahlbügel zu nehmen. In dem Fall verwenden wir zwei Federstahlbügel, die wir über Kreuz in den Boden fixieren. Also stülpen wir das Vlies wieder über diese Federstahlbügel. Dann entsteht dort wie eine Art Zelt. Dieses Zelt hat mehrere Vorteile. Der Schnee kann von den Flanken einfach besser abrutschen. Und unter diesem Zelt entsteht eine Art Wärmekammer und somit kann die Peonie die Frostnächte besser überstehen. So, und wer von euch natürlich jetzt nicht auf die Schnelle so ein Vlies zur Hand hat, der kann sich bei relativ kleinen Pflanzen auch einfach mit einem Gefäß, mit einem Eimer helfen. Das stülpe ich einfach über die Pflanze drüber. Und ganz wichtig ist, bitte nicht vergessen, sobald der Frost am nächsten Tag vorüber ist, bitte den Eimer wieder entfernen, dass Licht und Luft an die Pflanze rankommt.